Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrer Arena am Samstag, der letzten Arena im Monat Februar. Der Winter ist auf dem Rückzug, der Frühling auf dem Vormarsch, genauso wie die vorentscheidende Phase in der Oberliga, in der Regionalliga und in der dritten Liga. Das Ganze auch und insbesondere im Abstiegskampf, denn jetzt zählen Punkte quasi doppelt, sind doppelt wichtig, denn je mehr Punkte man zwischen sich und die Abstiegskandidaten bringt, umso weniger hat man es dann am Ende dieser Saison mit den Nerven zu tun. Das gilt natürlich auch und insbesondere für die Fans des ersten FC Saarbrücken, die gestern relativ zahlreich nach Sandhausen gepilgert sind, um ihre Mannschaft zu unterstützen in diesem vierten Spiel in Folge, wo der erste FC Saarbrücken noch mal was Zählbares mitbringen wollte. Aber nach 7 Punkten aus 3 Spielen gab es gestern einen Dämpfer, eine 1:3-Niederlage, und die war verdient, denn Trainer Jürgen Luginger musste hilflos mit ansehen, wie der FCS das vermissen ließ, was im Abstiegskampf am wichtigsten ist, nämlich den unbedingten Willen zum Sieg. Frank Grundheber. Wunder gibt es immer wieder. Blaue Wunder auch. Und ein solches erlebte der FCS gestern. Wir wussten vor dem Spiel, dass wenn wir hier verlieren, dass wir wieder mitten in der Scheiße sitzen. Und genau da sind wir jetzt wieder, wo wir nicht mehr hin wollten. Jetzt stehen wir gegen Bayern wieder unter Zugzwang. Wir hätten hier einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten können. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das wieder nächste Woche ausschalten. Nächste Woche, das ist noch weit hin. Erstmal nach gestern schauen, analysieren. Der FCS verschläft die Anfangsphase. Und Jürgen Luginger hatte gemahnt, nicht nachlassen nach den Erfolgen der letzten Wochen. Nur mit 100% kommen wir zu einem Erfolg. Doch statt Erfolg, das blaue Wunder. Pichon, 10. Minute, das 1:0. Kein Wunder, wieder nach einer Standardsituation. Ich habe jetzt nicht die Anzahl an Gegentoren im Kopf, die wir gekriegt haben, aber es ist eindeutig zu viel und das müssen wir schleunigst abstellen. Halbherzige, halbgare Abwehrversuche, so gar nicht wunderbar. Die Führung für Sandhausen ist verdient. Aber wir machen es den Gegner natürlich zu einfach, wie wir Tore bekommen. Ja, da freut sich natürlich jeder Gegner, wenn er so eine Torgeschenke bekommt. Das muss man aussehen, wir müssen da immer hinterherrennen. Das 1:0 holen wir ganz gut auf, 1:1, und dann muss man da mal mit 1:1 in die Halbzeit gehen. Das 1:1 durch Lukas Kohler, eine Überraschung. Wundersam, wie sich Kohler gegen die gesamte Deckung des Gegners durchsetzen kann und auch noch trifft. Lukas Kohler sorgt für Hoffnung und Fragen. Kommt der FCS jetzt wieder zurück? War das die Initialzündung für mehr Leidenschaft, mehr Zweikampfstärke? Eine Einzelleistung sorgt für den Ausgleich. Schon diese Tatsache deutet darauf hin, dass sich nicht wirklich etwas ändern sollte. Und auf die Freude folgte auch umgehend wieder Gefahr. In Jürgen Lugingers Augen war Verwunderung zu sehen. Denn verwunderlich war, wie verändert, verbessert Sandhausen auftrat. Marina rettet. War es der neue Trainer, die Kulisse oder doch der schwache Gegner aus Saarbrücken, die Sandhausener zum Aufblühen brachte? Und der FCS irgendwie blutleer. Einige waren einfach zufrieden schon mit 2, 3 guten Spielen und haben gedacht, wir können es hier fußballerisch lösen. Ja, und das geht halt einfach nicht. Und vor allem wir nicht. Ja, wir müssen mit 11 Mann unsere Leistung abrufen zu 100%. Und da haben sich heute einige gedacht, sie schaffen es nur mit 80%. Ja. 2300 im Hartwaldstadion, darunter 400 FCS-Fans. Und die hatten in der 30. Minute schon Luft in den Lungen gesammelt für einen Torschrei nach Girgics Chance. Doch die angestaute Luft konnte dann für einen Seufzer der Enttäuschung verschwendet werden. Forkels Vorarbeit findet über Girgics Kopf nicht den Weg ins Ziel. Aber das wäre gestern auch wirklich zu viel des Guten gewesen, denn Sandhausen kontrollierte, Saarbrücken nur selten konstruktiv, zumeist nur mit ideenlosen langen Bällen nach vorne. Und außerdem fehlten Kampf und Aufbäumen, absoluter Wille war nicht zu erkennen. Ja, auf dem Platz ist kein Fußballspiel möglich gewesen. Und deshalb hätten wir auch über den Kampf kommen müssen, so wie es Sandhausen gemacht hat. Und da haben wir einfach in der Häufigkeit der Zweikämpfe verloren. Und dann Marina. Seine schwache Faustabwehr ist Ausgangspunkt für das 1:2.
Sandhausen wieder oben auf. Aber was ist mit Saarbrückens Keeper? Enver Marina, er wackelt seit Wochen. Zu viele Fehler. Immer wieder streut er auch gute Paraden ein. Doch insgesamt ist er mittlerweile ein Unsicherheitsfaktor. Die Abwehr dann auch nicht konsequent und das wird bestraft. Danneberg mit dem 2:1 für quirlige Sandhausener. Wieder geht das Team von Gerd Deiß verdient in Führung. Und der Treffer ein Abbild der Saarbrücker Leistung am gestrigen Tag. Die Einstellung stimmte nicht. Und Enver Marina personifiziert die schwache Vorstellung. Noch wird er geschützt. Zu einzelnen Spielern sage ich gar nichts in der Öffentlichkeit. Warum? Das wird intern besprochen und intern angesprochen und dann werden wir das regeln. Marina trägt sicherlich nicht die alleinige Schuld an der Niederlage. Doch hell leuchtete sein Stern eben auch nicht. Sandhausen war einfach besser und das hatte der FCS zugelassen. 3 Minuten nach der Pause dann ein Elfmeterpfiff. Keiner wusste so recht, was geschehen war. Die gelbe Karte für Le Rondy. Aber warum? Erst die Zeitlupe verrät ihn. Le Rondy hatte Pischon gestoßen. Die Entscheidung von Schiedsrichter Gorniak richtig. Elfmeter, Löning, das 3:1. Der FCS war geschlagen. Sandhausen spielte die Partie nach Hause und der erste FC Saarbrücken war deprimiert. Auch wenn der Trainer die Gesamtsituation richtig einordnet. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt schon seit 8 Wochen nicht mehr gut gespielt haben. Ja, wir haben heute ein schlechtes Spiel gemacht auf unserer Seite und ich denke, die Jungs merken, haben wieder gesehen, es geht nur, wenn alle alles abrufen. Und es wird nächste Woche schon wieder anders aussehen. Ja, also man muss jetzt nicht bei einem Spiel jetzt alles schlecht reden. Kein Wunder, dass der FCS gestern verloren hat. Doch vielleicht werden daraus die richtigen Lehren gezogen. Und wir schauen auf die Ergebnisse dieses Spieltages in der 3. Liga. Sandhausen, Saarbrücken haben Sie gesehen, 3:1. Werder Bremen gegen Stuttgart, 1:1 unentschieden. Rot-Weiß Aalen gegen Eintracht Braunschweig, ein 0:3. Gut für den FCS, denn auch Aalen ist ein Konkurrent. Dann VfR Aalen ohne H gegen Kickers Offenbach, unentschieden gespielt. Erfurt, Wackerburghausen haben Sie gesehen. Hansa Rostock gegen Babelsberg, 3:0. Ebenfalls gesehen. Und Koblenz unter Haching, 1:1. Wien Wiesbaden gegen Heidenheim, 5:2. Schneller Blick über die Tabelle. Eintracht Braunschweig zieht da einsam seine Kreise, kann schon für die 2. Liga planen, ebenso wie Hansa Rostock. Und da hinten dran, da tun sich noch einige Mannschaften schwer mit der Relegation. Kickers Offenbach im Moment die besten Karten vor Wien, Wiesbaden und Erfurt. 2. Tabellenhälfte. Die beginnt mit Zeiss Jena, dann unter Haching, Regensburg, Wackerburghausen. Wir schauen, wo der 1. FC Saarbrücken ist. Auf Rang 14 im Moment mit 28 Zählern. Das sind 4 Punkte vor der Abstiegszone. Und auf der stehen im Moment Sandhausen, Werder Bremen und Bayern München 2.